Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Gut, das war ein LKW. Ja, ich habe jetzt den ganzen Quatsch da drüben normal gemacht, deswegen ist es zwar dunkel, ist ein bisschen anders als vorher. Musste ich leider tun. Der hat in den Dorf gespeichert, was wir befreit hatten. Was auch Sinn macht. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier ins. Ich habe hier vorher gespeichert, das heißt, wir werden wahrscheinlich hier wieder anfangen. Okay, da vorne ist der Aalghul. Ich habe die Glockentaste wieder gefunden. Au. Ja. Kackviech. Du hast es beim letzten Mal ziemlich weh getan. Dafür verlierst du jetzt den Arm. Gut, würde ich sagen, haben wir es hier geschafft. Und auch hier kehren die Leute wieder in ihr Dorf zurück. Ach, ist ja schön. So, eine kleine Anmerkung jetzt noch so nebenbei, jetzt wo es gerade lädt. Dark and Light, das Let's Play, was ich hier nebenbei mache. Was heißt nebenbei? Das Let's Play Dark and Light werde ich jetzt abbrechen. Liegt daran, dass das einfach zu viele technische Schwierigkeiten macht, es stürzt ständig ab und es ist halt nicht lohnenswert für weitere Aufnahmen. So, hier haben wir den Kaufmann. Willst du etwas kaufen oder mich nur umsehen? Ich werde es aber versuchen, irgendwann weiter zu spielen. So. Leute, ein paar hübsche Sachen, aber nichts, was ich jetzt so im Moment gebrauchen könnte. Ist er? Zumindest nichts, wovon ich wüsste. Und finde ich schön, dass ihr euch jetzt hier bereit macht, wo ich hier alles aufgeräumt habe. So viele Soldaten, ihr hättet mir ruhig helfen können. Ich bin wegen euch einmal krepiert. Und ich habe Schluck auf. Ich hätte nicht so schnell trinken sollen. Also, mein Wasser. Das kam wahrscheinlich nicht gut. Ich sehe gerade, ich habe hinten so eine Palme. So, ich hoffe, jetzt ist sie weg. Aber ich musste das Headset einmal absetzen, weil die Katze mal wieder Randale gemacht hat. Das macht sie sehr gerne. Was manchmal aber auch etwas störend sein kann, wenn ich ehrlich bin. Fairhaus. Wenn du nicht gewesen bist. Dann wäre was? Okay. Unsere Markierung geht aber weiter hier runter. Wir haben jetzt einen Schnellreisepunkt hier hin. Ertrunken. Au, au. Au. Auf. Das ist nicht witzig. Kacke. Du kommst nicht hin, ne? So. Ich weiß, dass das für eine zu Lebzeiten war. Verbesserter goldener Pyrol. Okay, den kann man nicht booten anscheinend.
Schade. Naja, dann hätten wir das auch. Mal gucken, ob wir die auch schon herstellen können. Ja, ob wir überhaupt was herstellen können. Absurde können wir herstellen. Gorgo Absurd klingt doch gut. Neckarkrieger Absurd klingt auch gut. Dann können wir es weg und wir haben sonst nichts, was wir herstellen können. So, was sagt jetzt die Weltkarte? Wo müssen wir jetzt nächstes hin? Die Weltkarte sagt, als nächstes ist der Questmarker dran. Yay. Wurde auch mal Zeit, dass wir da endlich hin können. Wir schwimmen jetzt einfach mal rüber. Oh. Wobei ich nicht weiß, ob das eine schlaue Idee war. Au. Oh. So. 360 No-Scope. Was ist da los? Weiter geht's. Essen tun wir noch, das ist schön. Also zumindest verdauen. Und hier sehen wir diese Tür. Schön, dass er nach all der Zeit immer noch da ist. Aber hier gibt es auch nichts mehr zu holen. Vor der Welt geworden. Quest abgeschlossen. Oh, lecker. So. Noch ein Lecker. Au. Oh. Ach, von da kommt er. Okay. Gut. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, das war mein Fehler. Schildkraut nehmen wir auch mal hier mit. Dann gehen wir mal ins Questbuch. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nebenquests. Machen wir mal kurz hier alles auf. Vierzehn, siebzehn, dreizehn, sechzehn, siebzehn, zwölf, dreizehn, elf. Ich bin mit dem Aufseher. Einladung von Kira Metz. Der Fall des Hauses Rücke. So, Stufe 6. Dann würde ich sagen, machen wir Rücke. Gucken wir mal kurz, wie das ist. In der Mitte. Ja, ich muss für eine Schnellreisekreuzung sein. Gut, bis ich da bin, können wir auch einfach durchlaufen, theoretisch. Es ist jetzt halt doof, dass wir so mitten in der Pampa stehen. So. Dann gehen wir mal da durch. Müssen wir in die Richtung. 800 Fuß, das kriegen wir wohin. Wir laufen ja ein paar mehr Fuß als
üblich. Der will ja auch joggen. Jog. Mäh, bald. Banditen. Renn doch nochmal eine Runde. Will er nicht. Nehmen wir Axi. Na komm. Bernstein. Rubin, Asche. Der hat auch noch was dabei. Aber anscheinend waren wir schon gewesen. Ach, ein Pool. So. Ich treffe ihn nicht, wenn er weit unten ist. So. Wir wollten in die Richtung weiter. Kommen wir schnell mal weg. Monster lassen wir. Tut ja nicht nur so was, ne? Hier fällt mir ein, haben wir eigentlich Fertigkeitenpunkte. Ja, 5 Punkte haben wir. Sollten wir vielleicht mal öfters nachgucken. Geht doch gar nicht so schlecht. Packen wir da hin. Hier würde ich dann gerne. Was kann ich denn da haben? Zeichen. Zeichen klingt doch gut so. Schutzschild erhalten bleibt, bis der Schaden in Höhe. Schutzschild erhalten bleibt, bis der Schaden in Höhe von 5% der Rüstungsaktivität absolviert hat. Okay. Hallo Katze. Hier, ein magisch freie Gegner wird bereich verdampft. Nachhaltige Glyphen. Also, ihr müsst ja hier unten gucken, ne? Anzahl der Ladung im Alternativmodus 7, Anzahl der Fallen im Schadenmodus 1, explodierendes Schild, Rüstungsschmelze, Schaden durch Igni schwächt auch den Gegner aus dem Rüstungswert dauerhaft, der Effekt steigt mit der Zeichen zum 15%, Ausdauerregeneration und Kampf plus 0,5 Sekunden. Was bringt das hier? Atmet große Reichweite. Täuschung. Das Tier legt sich nicht auf Geralt zu, sondern der Axi wirkt. Die Intensität von Axi in Dialogen erhöht sich. Das sollten wir vielleicht mal lernen. Machen wir schon den Level 3. Dann können wir auch in Gesprächen die Täuschung anwenden. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Hatten wir ja schon ein paar Mal das Problem, dass wir Axi nicht wirken konnten. Hier unten ist jetzt der Wegweiser. Ich glaube, den nehmen wir jetzt auch mal kurz.
Und gehen dann hier rüber nach Lindenthal. Zack. So. Was mal. Psst. Bist du so lieb? Ja? Du hast gerade eben schon einen Wasserpott umgeworfen. Was? Noch einer? Verschwinde! Ihr Hexer macht nur Ärger! Ich darf genug ertragen! Eine Quest für uns, das ist doch schon mal etwas. Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich es dir sagen. Es reicht. Schluss. Einer der Eure kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Wann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten? Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Was wollte er denn? Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er aus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht. Ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was findest du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg. Hexer sind steril. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da. Er hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da wird er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Okay, ein Möchtegern-Hexer. Hier ist auch wieder was angeschlagen. Nehme mit. Lese ich irgendwann vor. Jetzt erstmal Dolores. Worum geht's denn? Was soll das mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrüpel verwehrt mir ein Dach überm Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Und was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Die Monster im Haus? Ich kann sie töten. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge, für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus ist westlich von hier. Nimm den Schlüssel. Weg du die Bestien vertrieben hast. Such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Ja, die Truhe kennen wir schon. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn es notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Okay. Der Fall des Hauses Rückkehr. Dann gehen wir da mal hin. Schnappen uns das Gold aus der Truhe. Nee, vor allen Dingen sind das nicht mehr die Männer des Barons. Der Baron ist nicht mehr. Das tut mir sehr leid. Dich da zu enttäuschen. So. War da nicht auch dieser komische Waldschrat oder Unhold oder was es auch war? Ich hoffe, der kommt nicht wieder. So. Ich laufe durch den Wald. Ich laufe durch den Wald. Es war so dunkel und außer bitter kalt.
Töte die Hunde zum Anwesen, ja gut. Ach hallo. Zeig mir, was du zu bieten hast. Hier ist ja viel. Kleine Flussmutter gegen den Süß. Ja, die anderen Viecher lasse ich. Die sind nicht von Belang. Ach Gott, wie weit wohnt die Tante denn weg? Sag mal. Au. 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 Hey. Das reicht. Schluss. Sitz. Platz. Aus. Hey. Ich bin echt enttäuscht von meiner Kampfkunst. Wenn ich überlege, dass ich das auf meinem privaten Speicher mal auf der härtesten Stufe gespielt habe und mich eigentlich sehr gut geschlagen habe. Ich meine, klar, ein, zweimal bin ich glaube ich gestorben, aber das war's dann auch schon. Bin ich doch jetzt sehr, sehr enttäuscht. Wahrscheinlich, weil ich immer so viele Pausen dazwischen durchmache. Das kommt dann nicht so gut. Man müsste das eigentlich so in eins durchspielen. Leider fehlt mir die Zeit dazu. Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meint. Ja. Sehr schön. Ein Geist. Weil wir vorher schon aufgeräumt hatten. So. Hier war die Truhe gewesen, nicht wahr? Aufschließen. Fluchen. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. Kehrt zu Dolores zurück. Gibt es hier nicht irgendwo einen Schnellreisepunkt? Ja. 60 den ganzen Weg jetzt nochmal zurücklatschen. Ja gut, das war ein ganzes Stück, was wir jetzt gelaufen sind. Hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen, dass es ja auch die Schnellreise gibt. Oder wir hängen jetzt in der Taverne rum. Da ist er. Hi. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles wirklich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Oh, ich mag die. Ich mag Dolores. Okay, Dolores hat nichts mehr. So, Tavern wird. Sei gegrüßt. Du auch. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Er hat eine Karte für uns. Und das Kommandanten. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir davon. Ist ja auch egal. Karten kaufe ich gerne. Das war's dann auch schon. Lebe wohl. Lebe wohl. So. Soll ich in den Arsch treten? Und da es jetzt schon sehr spät ist und wir in der Taverne rumsitzen, würde ich sagen, wir hocken uns mal hier ins Stroh. Ne, und dann meditieren wir mal. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hexenmann. Nein, zum Witcher und in dieser Folge gucken wir mal, was der Kaufmann hat. Was? Ja. Was hast du anzubieten? Hast du was Interessantes?
Du warst doch schon gewesen, okay. Ui. Das war ein Nieserchen. Uiuiuiui. Hat er geniesert. Oh, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. So ein bisschen Plunder können wir jetzt auch verkaufen. Da, die wollten verwerten. Den habe ich irgendwie nicht gefunden. So, ich habe auch schon die nächste Quest ausgewählt, die wir machen werden. Und wir gehen eigentlich dahin zurück, wo wir letzte Folge angefangen hätten, theoretisch. Geht wieder nach oben. Wir suchen jetzt erstmal die Truhe, weil ich habe gesehen, die Truhe hat tatsächlich kein Level Capture. Ich würde auch sagen, wir machen die Sache jetzt zuerst, die ohne Level Capture. Und dann arbeiten wir uns so langsam mal von unten nach oben bis Level Stufe 12 hoch und dann die Aufgaben. Komm schon. Meine Nase läuft. Nicht gut. Müsste ich mir gleich einmal putzen. Wenn es in Ordnung ist, dann würde ich auch kurz Pause machen. Damit es nicht allzu eklig wird für euch. So. Dann hätten wir das auch. Schnaps. Okay. Also ich mache hier schon mal die nächste Quest. Ja, das meine ich. Vom Regen in die Traufe hat kein Level Capture. Wir gucken mal kurz, wo das ist. Es ist dort. Dann gehen wir zum Fährhaus zurück und dann von Lutsch dorthin. So wollte ich das. Gut, eben mal kurz Pause. Wir sehen uns gleich wieder, denke ich mal. Ich muss einmal kurz gucken. Was mache ich denn hier? Egal. Ich werde es ja gleich wieder haben. Bis gleich. Tschüss.